Manifest zur Gründung einer freien internationalen Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung. Mit dem, was man Umweltverschmutzung nennt, geht eine Innenweltverschmutzung parallel in der Hoffnung, als Utopie oder Illusion denunziert wird. Aufgegebene Hoffnung kreiert Gewalt. In der Schule sollen auch die zahlreichen Formen von Gewalt, die sich auf Waffen oder Brachialgewalt beschränken, erforscht werden. Als Forum bei der Konfrontation politischer oder sozialer Gegner kann die Schule innerhalb eines ständigen Seminars für Höflichkeit Artikulationshilfe leisten. Die Gründer der Schule gehen von der Voraussetzung aus, dass seit 1945 im Zusammenhang mit der Brutalität des Aufbaus den Folgenkreiser Privilegierung bei der Wahrungsreform, bei der krassen Besitzbildung, der Entziehung zu einem bloßen Profit spessen denken. Viele Einsichten und Entsätze verschüttet wurden, manche realistische Einsicht der Überlebenden, etwa das Leben der Sinn des Lebens sein konnte, als inzwischen romantisch denunziert wird, die Blut- und Bombenlehre der Nazis, die den Boden zerstört und das Blut vergossen haben, hat unser Verhältnis zur Tradition und Umwelt gestört. Inzwischen gilt es kaum noch als romantisch, sondern als sehr realistisch um jeden Baum, um jedes unbebautes Stück Erde, um jeden Bach, der noch nicht vergiftet ist, um jeden alten Stadtkern und gegen eine gedankenlose Sanierung zu kämpfen. Es gilt ebenfalls nicht mehr als romantisch, von Natur zu sprechen. Im permanenten Konkurrenz- und Leistungskampf zweier politischer Systeme deutscher Prägung, die beide um Weltgeltung kämpften und die beide erreicht haben, ist das Lebenswerte verloren gegangen. Weil es der Schule um das Lebenswerte geht, soll hier das Bewusstsein der Solidarität entwickelt werden. Interaktion ist Voraussetzung für die Arbeit der Schule, in der sich Lehrende und Lernende nicht institutionell voneinander unterscheiden. Die Schule übt ihre Tätigkeit öffentlich zugänglich und unter Kontrolle der Öffentlichkeit aus. Ihr öffentlicher und internationaler Charakter wird ständig durch Ausstellungen und Aktionen im Sinne des Kreativitätsbegriffs ergänzt. Um die Nichtkünstler zur Entdeckung oder Erforschung ihrer Kreativität zu ermutigen, konnten am Anfang Künstler im Gespräch nicht in lehrhafter Form die Komponenten ihrer Kreativität der Koordination mitzuteilen und zu erklären versuchen.
Dabei wäre zu entdecken, warum Gesetze und Ordnungen in der Kunst in einem notwendigen kreativen Widerspruch zum herrschenden Gesetz und zur herrschenden Ordnung, Law and Order, stehen. Es soll nicht der Sinn der Schule sein, neue politische oder kulturelle Richtungen zu schaffen, Stile zu entwickeln, industriell und kommerziell verwendbare Modelle zu liefern. Ihr Hauptziel ist die Ermutigung, Entdeckung und Förderung des demokratischen Potenzials, dem Ausdruck verliehen werden soll. In einer mehr und mehr durch Werbung, politische Propaganda, durch Kulturbetreiben und Presse gesteuerten Welt sollte nicht Namen, sondern der Namenlosigkeit vorum geboten werden. Kreativität ist nicht auf jene beschränkt, die eine der herkömmlichen Künste anzuüben, und selbst bei diesen ist sie nicht auf die Ausübung ihrer Kunst beschränkt. Es gibt bei allen ein Kreativitätspotenzial, das durch Konkurrenz und Erfolgsaggression verdeckt wird. Dieses Potenzial zu entdecken, zu erforschen und zu entwickeln, soll Aufgabe der Schule sein. Die Kreation etwa eines Gemäldes, einer Plastik, einer Sinfonie oder eines Romans setzt nicht nur so prüfungsbedürftige Dinge wie Begabung, Intuition, Vorstellungskraft und Fleiß voraus, auch die Fähigkeit, Material zu organisieren, die auf andere gesellschaftlich relevante Gebiete ausgedehnt werden konnte. Umgekehrt konnte sich bei der Erforschung der Fähigkeit, Material zu organisieren, die bei einem Arbeiter, einer Hausfrau, einem Bauer, Arzt, Philosophen, Richter oder Betriebsleiter vorausgesetzt wird, ergeben, dass die in ihrer Tätigkeit ausgedrückte und angewandte Kreativität nicht erschöpft wird. Die isolierte fachmännische Betrachtung verstellt die Künste und andere Tätigkeitsbereiche gegeneinander. Struktur, Thematik und Formprobleme der verschiedenen Disziplinen sollen miteinander verglichen werden. Die Schule lehnt den Fachmann nicht ab, sie versteht sich nicht als antitechnisch, setzt nur voraus, dass nicht nur Fachleute über ihr Fach, nicht nur Techniker über Techniker befinden. In demokratischer Kreativität ohne in rein mechanische Defensive und Aggression-Klischees zu fallen, soll die Vernunft der Dinge entdeckt werden. Die Begriffe Professionalismus und Dilettantismus haben sich in einer neuen Definition von Kreativität auf, wie sich die Begriffe Weltfremdheit auf Künstler und Kunstfremdheit auf Nichtkünstler angewendet aufheben.
Kreativität, Anregungen entwarten die Gründer von Ausländern, die hier arbeiten. Nicht, dass sie von uns, dass wir von ihnen lernen, wir dabei vorausgesetzt, deren Lebensart und kulturelle Traditionen konnte wechselseitig Kreativität wecken, die aus dem bloßen Kunstvergleich in der Vergleich von Strukturen, Aussagen, Fortlichkeiten der Lebensmaterialien, Recht, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Religion übergehen muss und sich zur Erforschung oder Entdeckung der Kreativität des Demokratischen entwickeln sollte. Mit dem Fortschreiten der Bürokratie und der aggressiven Verbreitung in einer internationalen Massenkultur wird die Kreativität des Demokratischen immer mehr entmutigt. Die politische Kreativität wird aufs bloße Delegieren von Entscheidung und Macht reduziert. Die internationale Kultur- und Wirtschaftsdiktatur, die feldzugmäßig von immer größeren Konzernen verbreitet wird, führt zu Verlusten an Artikulation, Bildung und Wörtlichkeit. Nicht artikulierte oder artikulationsfähig gemachte, in den Konsum gedrängte Kreativität, Fantasie, Intelligenz wirtschaftshaft schädigen gegenüber einer demokratischen Gemeinschaft und außer sich in korrumpierter Kreativität kriminell. Kriminalität kann aus der Langeweile aus nicht artikulationsfähiger Kreativität entstehen. Auf Konsum reduziert zu sein, sein demokratisches Potenzial auf gelegentliches Wahlen zu reduzieren, kann als abgelegte oder abgelehnte demokratische Kreativität angesehen werden. Das Bundesregierung in Bonn geplante kulturelle Zentrum wäre der geeignete Ort, um eine freie internationale Hochschule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung auf europäischer Ebene zu verwirklichen. Josef Beuys, Klaus Stein.